Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen, man darf ChatGPT nicht vertrauen, weil über mich hat es jetzt lauter Fehlinformationen ausgespuckt. Ich bin heute zum Beispiel wahrscheinlich kein sehr enthusiastischer Redner. Bei mir war es gestern Abend spät, ich war auf Bruce Springsteen im Letzigrund und habe mich da verausgabt. Jetzt müssen Sie mir nachsehen, wenn ich es heute nicht so gut schaffe. 4 Fragen, die ich nacheinander beantworten will. Und ich habe schon tatsächlich einige Vorträge für Pharmafirmen gehalten. Da sehen Sie es. Das sind so, was man heutzutage macht, dass man das angibt. Das finde ich auch richtig so. Also wie unterscheidet sich eine IBD vom Reizdarmsyndrom und kann ich beide Krankheiten haben? Sie haben vom Luc Biedermann schon diese Tabelle gesehen, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, dass die sich ein bisschen klinisch unterscheiden. Aber dass es da Überlappungen gibt. Aber jetzt fragen wir doch mal, wie es mit dem Reizdarm ist. Und natürlich kann ein Reizdarmsyndrom mit Durchfällen einhergehen, aber die haben nie Blutbeimengungen. Das ist schon mal was grundsätzlich ein Unterschied ist zum Reizdarm. Schmerzen können vorhanden sein, allgemeines Unwohlsein ja, aber ein Reizdarm sollte mit keinem Gewichtsverlust einhergehen, nicht Gelenkschmerzen verursachen, kein Fieber verursachen und Hautveränderungen sind dafür auch nicht typisch. Also da gibt es ganz klare Unterschiede, aber trotzdem, ja, Durchfälle, Schmerzen können bei beiden sein. Also wie können wir es noch besser unterscheiden? Und da sehen Sie, dass das Calprotectin uns sehr gut hilft. Da ist hier auf der Seite in dem grünen Kringel sind alle Patienten mit dem Calprotectin kleiner 50, die dann tatsächlich so ein Reizdarmsyndrom hatten. Und hier sind alle Patienten mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa und Sie sehen, dass es da ganz wenig Überlappung gibt. Also das Calprotectin hilft uns sehr gut, zwischen Beschwerden zu unterscheiden, die mit dem Reizdarmsyndrom zu tun haben und mit solchen, die wirklich mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zu tun haben. Und das Calprotectin stimmt sehr gut mit der Entzündung überein, die wir ja wirklich bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen führen. Da unten ist das Calprotectin, da oben ist die Endoskopie und die ideale Übereinstimmung wäre die rote Linie. Und Sie sehen, dass die Punkte fast alle in Richtung dieser Linie gehen. Also das Calprotectin kann uns zwischen Reizdarmbeschwerden und Entzündung unterscheiden. Und das Calprotectin kann uns auch sagen, wie stark die Entzündung ist. Bei Morbus Crohn klappt es nicht immer. Die wichtige Unterscheidung ist also, Reizdarm ist ohne Entzündung. Und das sehen Sie auf der rechten Seite, so eine wunderschöne Darmschleimhaut mit den feinen Äderchen, die glänzt, die ist so orange-rosa Farben. Also so ist ein wunderschöner Darm. Und jetzt auf der rechten Seite sehen wir dann jetzt auch noch einen normalen Darm. Und dann zieht der Untersucher das Gerät zurück und dann sehen wir die Entzündung. Da sehen Sie, es ist rot, man sieht Einblutungen, da ist auch Eiter auf der Schleimhaut drauf. So kann man das sehr gut unterscheiden. Beim Reizdarm sieht man eben keinerlei Entzündung, kann trotzdem Beschwerden haben. Und bei Colitis und Crohn sieht man diese Entzündung. Und diese Entzündung, die sieht man dann auch im mikroskopischen Bild, auch das hilft weiter. Beim Reizdarm, das ist auf der rechten Seite, so sieht die Darmschleimhaut unter dem Mikroskop aus, da sieht man eben keinerlei Entzündung. Und auf der linken Seite sieht man hier viele kleine blaue Punkte, das sind die Entzündungszellen, die wandern aus dem Blut ein und die zerstören diese Struktur vom Darm, diese Drüsen. Und weil wir später nochmal draufkommen, will ich Ihnen das jetzt auch zeigen, wie das, das ist hier praktisch ein Stück Darm mit Blut, ein Blutgefäß und drumherum ist der Darm und dann sieht man mal, wie diese, ja, das ist passiert dann, wenn man vom normalen Computer aus dem Mac kopiert, dann sieht man es nicht so gut, dann sind die Farben plötzlich anders, aber was Sie sehen sollten, ist, dass Entzündungszellen aus den Blutgefäßen auswandern. Da komme ich später noch drauf, wenn es darum geht, wie kann man es therapieren. Also wie unterscheidet sich IBD vom Reizdarmsyndrom? Entzündung versus keine Entzündung, kann man sagen. Das ist das Entscheidende. Von den Beschwerden her kann man es nicht so gut unterscheiden. Und kann ich beide Beschwerden haben? Wir haben es gerade, beide Krankheiten haben? Ja, kann man schon haben. Ja. Man kann vorher eine chronische Darmentzündung haben, dann war man entzündet
Und hinterher hat man Beschwerden und es ist keine mehr Entzündung da und dann wird man eben sagen, das ist der Reizdarm. Darum helfen Calprotectin und Ultraschall sehr gut weiter, das zu unterscheiden, die Endoskopie manchmal, die Gewebsproben. Und das ist schwer zu unterscheiden, weil die Symptome halt doch sehr ähnlich sein können. Gut, wie behandelt man jetzt die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen generell? Kommen wir wieder zum ersten Thema zurück. Entzündung, also braucht es entzündungshemmende Therapie, weil man will ja die Entzündung unterdrücken. Die Entzündung entsteht, weil aus dem Darm Bakterienprodukte die Immunzellen aktivieren. Und dann gibt es die ganz allgemeinen Entzündungshemmer, dazu gehört diese 5-Aminosalicylsäure, das Mesalazin, das Cortison. Es gibt auch neuere Entzündungshemmer, das sind diese JAK-Hemmer, aber auch alte wie das Methotrexat oder das Cyclosporin. Das sind alles relativ unspezifische Entzündungshemmer, die ganz verschiedene Immunzellen unterdrücken und keinen bestimmten Botenstoff vom Immunsystem. Die versuchen alle Druck auf die Immunzellen zu machen, dass sie brav sind und nicht mehr Entzündung hervorrufen. Es gibt noch ganz spezifische Entzündungsbotenstoffe, dazu gehört dieses TNF, der Tumornekrosefaktor, oder dieses Interleukin 12 und 23. Damit unterhalten sich die Immunzellen und bringen andere Zellen dazu, kaputt zu gehen. Und deshalb gibt es bestimmte sogenannte Biologika, die dagegen wirken. Das eine sind eben die gegen dieses TNF, die berühmten TNF-Hemmer, Infliximab, Adalimumab, Golimumab, Satolizumab, und dann gibt es eben diese Interleukin-23-Hemmer, das Ustekinumab oder Stelara, und neu gibt es neue Entwicklungen, das Mirikizumab, Risankizumab, Guselkumab. Alle zielen darauf, einen bestimmten Entzündungsbotenstoff zu blockieren, eben einerseits TNF und IL-23, und dann hätten Sie vorher sehen sollen, wie die Entzündungszellen auswandern, und dieses Auswandern von Entzündungszellen in die Darmschleimhaut kann man auch verhindern. Dann kommen die nicht mehr aus dem Gefäß raus in das Gewebe rein, wo sie Entzündung machen. Und da gibt es zwei, das Vedolizumab oder das Entyvio und das Ozanimod, neu zugelassen, Zeposia. Das sind diejenigen, die verhindern, dass Entzündungszellen auswandern. Aber immer dann, wenn ich schon Entzündung habe, dann machen die Entzündungszellen, die schon da sind, ja weiter Entzündung. Und die leben ungefähr 3 Monate. Im Darm. Und wenn ich nur verhindere, dass neue nachkommen, dann muss ich trotzdem mit denen, die schon da sind, irgendwas machen, damit sie nicht die 3 Monate lang Entzündung verursachen. Und dann braucht es eben doch zusätzlich manchmal das Cortison oder zusätzlich diese unspezifischen Entzündungshemmer, die einfach die Entzündung unterdrücken. Und jetzt habe ich Ihnen ganz viele Beispiele für Therapie gezeigt, welche die ganz spezifische Botenstoffe hemmen, welche die allgemein die Entzündung unterdrücken und solche, die das Auswandern von Entzündungszellen blockieren. Und dann fragen Sie sich natürlich, was ist die richtige Therapie für mich? Ja, da kann ich nur sagen, wer das so allgemein sagen könnte, das kann auch kein Chatbot oder sonst jemand. Das ist eben so, dass die Therapie auf jeden angepasst werden muss. Und je besser man diese Therapieformen kennt, umso besser kann man sie anpassen. Anpassen muss man sie auf das Alter, weil es bestimmte Risikofaktoren gibt für bestimmte Medikamente, altersabhängig, auf die Stärke der Entzündung. Es kommt auf den Ort der Entzündung an, ob es im Dickdarm, Dünndarm oder im Magen ist. Und es gibt eben kein Rezept, das für alle passt. Dann muss man auch Nutzen und Risiko abwägen, weil es gibt tatsächlich keinerlei Therapie ganz ohne Nebenwirkungen. Auch die sogenannten alternativen Therapien haben Nebenwirkungen. Zum Beispiel ist es so, dass Weihrauch deutlich mehr Nebenwirkungen hat als das Mesalazin. Das ist einfach so. Es gab sogar richtige Vergleichsstudien und da hatten die Patienten mit Weihrauch mehr Nebenwirkungen. Es gibt keine Therapie ohne Nebenwirkungen. Vielleicht in der Homöopathie, aber auch da werden Nebenwirkungen beschrieben. Da will ich mich gar nicht drüber auslassen. Und je stärker die Entzündung ist, umso stärkere Medikamente muss man einsetzen. Auch das ist einfach das Problem der Schwere der Entzündung. Wenn ein Meter Darm entzündet ist, dann braucht man andere Medikamente, als wenn nur 10 cm Darm entzündet sind.
Diese unterschiedlichen Medikamente wirken unterschiedlich schnell. Ich habe Ihnen da mal eine Tabelle gemacht. Das Mesalazin wirkt so mittelschnell. Cortison normalerweise sehr schnell. Schnell meint da innerhalb von Tagen. Mittelschnell meint innerhalb von wenigen Wochen. Und eher langsam meint, ja, 6, 8, 10 Wochen. Das berühmte Azathioprin als Immunhemmer ist langsam. Die JAK-Hemmer sind schnell. Das Ozanimod ist mittelschnell. TNF-Hemmer sind im Allgemeinen schnell. Anti-IL-23-Antikörper sind so mittelschnell bis schnell. Und das Vedolizumab, das Entyvio, eher langsam. Und ein Medikament, das eher langsam wirkt, kann ich dann einsetzen, wenn die Beschwerden nicht so schlimm sind oder der Bedarf, dass man es verbessert, nicht so hoch ist. Ein Medikament, das langsam wirkt, kann ich dann einsetzen, wenn zwar Beschwerden da sind, aber man es aushält für die Zeit, die es braucht, bis es wirkt. Und dann sind nicht alle Medikamente für die Schubbehandlung und dann für die Verhinderung von Entzündungsschüben geeignet. Da sieht man, Cortison ist immer für die Schubbehandlung gut geeignet, hat 3+, aber für die Verhinderung von Entzündungsschüben, für die Langzeittherapie ist es nicht geeignet. Lokal wirksames Cortison kann man dafür versuchen. E. coli Nissle zum Beispiel, das Mutaflor, eignet sich bei Morbus Crohn gar nicht, aber bei der Colitis ulcerosa für die Verhinderung von Schüben, aber nicht für die Akutbehandlung. Das Azathioprin eignet sich für die Verhinderung von Schüben, aber nicht für die Akutbehandlung. Die TNF-Hemmer eignen sich für beides und das Cyclosporin setzt man zum Beispiel nur bei schweren Schüben von der Colitis ein. Also Medikamente haben ihr bestimmtes Einsatzgebiet, aber man muss immer zwischen Nutzen und Risiko abwägen und ganz viele Faktoren damit einbeziehen. Deshalb glaube ich, wenn es kompliziert wird, soll es auch jemand machen, der viel Erfahrung hat. Welche Nebenwirkungen sollten Sie dann kennen, wenn man schon diese Medikamente einsetzt? Ja, Sie könnten natürlich hergehen und die Produktinformation lesen. Den Beipackzettel, das Kompendium. Da müssen Sie aber wissen, dass da alles reingeschrieben wird, was in den Studien berichtet wird, auch das, was in der Placebo-Gruppe drin ist. Ja. Deshalb gibt es kein Medikament mehr. Sie müssen sich vorstellen, das wird an 300 Patientinnen und Patienten und ebenso viel Placebo, in der Placebo-Gruppe sind meistens genauso viele, wird es getestet. Glauben Sie, dass es jemals vorkommt, dass 300 Menschen über bis zum Jahr in der Studie sind, ohne dass jemals einer Kopfschmerzen hat? Also ich habe auf jeden Fall irgendwann Kopfweh übers Jahr, heute zum Beispiel, hat andere Gründe. Aber eben, jemand, der in so einer Studie ist, geht vielleicht auch auf ein Bruce Springsteen-Konzert und hat am nächsten Tag Kopfweh und berichtet es und schon steht als Nebenwirkung Kopfweh im Kompendium für ein Medikament. Ja. Die müssen alles reintun. Ja. Deshalb, wenn Sie die Nebenwirkungsliste durchlesen, jetzt nutzt nichts. Aber was sollten Sie tun, wenn Sie irgendwelche Nebenwirkungen bemerken? Alle ungewöhnlichen Veränderungen, und da meine ich wirklich alle ungewöhnlichen Veränderungen, sei es was die Stimmung angeht, sei es was die Leistungsfähigkeit angeht, alle Hautveränderungen, alles was für Sie ungewöhnlich ist, teilen Sie es dem mit, der es verschrieben hat. Und dann sind dazu eben auch regelmäßige Untersuchungen wichtig. Und man muss nicht alle Nebenwirkungen in dem Beipackzettel lesen. Eben viele waren in der Placebo-Gruppe. Wichtig ist, dass man diese Häufigkeitsangaben vielleicht einschätzen kann, wenn man es schon liest. Und häufig heißt da zum Beispiel nicht, dass es jeder hat, sondern 1 bis 10 von 100. Und wenn gelegentlich drin steht, ja, dann hat es einer von 1000, sagen wir mal grob. Und wenn selten drin steht, ja, dann hat es einer von 10.000. Sie merken schon, es lohnt sich dann vielleicht, wenn man über irgendwas besorgt ist, mal zu gucken, ist es denn häufig. Und häufig sind die wenigsten Nebenwirkungen. Das heißt, es hat schon weniger als einer von 10. Und wovor die meiste Angst haben, sind Infektionen. Weil wenn man hört, dass irgendwas ins Immunsystem eingreift, dann will man ja wissen, kann das Infektionen machen? Und die Nebenwirkung habe ich Ihnen mal hier aufgeführt. Das Mesalazin macht zum Beispiel nicht vermehrt Infektionen, das Budesonid auch nicht. Das Cortison kann es aber machen.
Und TNF-Antikörper allein, das Entyvio und das Stelara, Ustekinumab, die machen eben allein keine vermehrten Infektionen. Und am Anfang, zum Beispiel bei Covid, haben wir alle gedacht, oh je, immunhemmende Substanzen, müssen wir aufpassen, sollen wir es vielleicht absetzen? Es hat sich herausgestellt, auch bei Covid, dass die Substanz, die das meiste Infektionsrisiko macht, das ist Cortison. Ja, wenn Sie mehr als 20 Milligramm Cortison einnehmen, hatten Sie am Anfang wirklich das Risiko, schlimmer an Covid zu erkranken. Und deshalb muss man sich bei allem, was man macht, gut überlegen, was man macht. Ich hatte heute eine Patientin in der Sprechstunde, die soll eine Knieoperation haben, ein neues Kniegelenk kriegen. Und da sagen die Chirurgen, sie muss unbedingt ihren Chuck-Hammer absetzen. Die hat aber jedes Mal, wenn sie die Medikamente abgesetzt hat, einen Schub kriegt. Und im Schub kann man auch nicht operieren oder muss ihn behandeln. Und was gibt man dann im Schub? Cortison. Und damit hat sie ein deutlich höheres Risiko, dass in ihr Knie eine Infektion reinkommt, in das neue Kniegelenk, wie wenn sie den Chuck-Hammer weiternimmt. Und darum muss man eben Nutzen und Risiko abwägen und nicht Angst haben vor Nebenwirkungen, die vielleicht im Kopf rumspuken und in den Beipackzetteln drin sind. Da lohnt es sich, wenn man mit jemandem spricht, der da vielleicht ein bisschen mehr Bescheid weiß und zum Schluss vielleicht auch die Orthopäden an uns verweist, wobei ich es denen gesagt habe und die glauben es einfach nicht. Das gibt's auch. Vielen Dank. Gut, herzlichen Dank. Es gibt Fragen aus dem Chat, nämlich einerseits Mesalazin. Macht das häufig Erbrechen oder nicht? Also da wird berichtet, dass jemand ganz schlimmes Erbrechen hatte nach Mesalazin. Also das ist was sehr, sehr Seltenes beim Mesalazin. Das wird sehr gut vertragen. Das alte Sulfasalazin, das hat tatsächlich bei jedem Zehnten so Übelkeit und Erbrechen gemacht. Das Mesalazin wird normalerweise sehr, sehr gut vertragen. Das ist wahrscheinlich verträglicher als Aspirin und hat Nebenwirkungen normalerweise im Tausenderbereich. Aber das zeigt natürlich, jede ungewöhnliche Veränderung kann eine Nebenwirkung sein und auch seltene Nebenwirkungen gibt es, sonst würden sie nicht ab und zu berichtet. Ja. Die zweite Frage noch aus dem Chat und nachher kommen wir auf Sie, ist, dass unter TNF-Antikörpern auch Psoriasis auftreten kann und was man da für Strategien hat und wie man vielleicht die Ärzte darauf sensibilisieren kann. Ja. Also unter TNF-Antikörpern treten häufig Hautveränderungen auf, die machen eine trockene Haut und die geht manchmal so weit, dass es aussieht wie Psoriasis, aber es ist eigentlich nicht wirklich eine Psoriasis an Händen und an Füßen, es kann sehr unangenehm sein. In den allermeisten Fällen kann man das mit einer rückfettenden Therapie, mit Mandelöl und mit lokalen Salben, unter Umständen sogar mit Cortisonsalben in den Griff kriegen, aber tatsächlich ist es so, dass 1 bis 2 von 100 die man mit TNF-Antikörpern behandelt, dass man da die Therapie abbrechen muss, weil die Hautveränderungen so schlimm sind. Also keiner soll wegen so einer Therapie furchtbar mit den Hautveränderungen leiden, weil wir haben ja inzwischen Alternativen und das zeigt wieder, was ich vorher gesagt habe, man muss halt für jeden die beste Therapie finden und da gibt es halt manchmal auch leider Nebenwirkungen, die einen zwingen, dass man die Therapie wechselt. Ich wollte gern wissen, wie es ist mit dem Absetzen vom Medikament. Ist das möglich? Also ich bin jetzt unter einem TNF-Alpha-Blocker. Auf jeden Fall ist das Absetzen. Kann man es unterstützen als Patient? Ja, auf jeden Fall ist das Absetzen von Medikamenten möglich. Da muss man natürlich auch gucken, wie war die Erkrankung vorher. Jemand, der vorher ganz viel Komplikationen hat, da ist man zurückhaltender mit dem Absetzen. Jemand, der eine schwere Entzündung hatte, aber keine Komplikation, da kann man nach einer Zeit der Entzündungsfreiheit sehr guten Absetzversuch machen. Da gibt es sogenannte Möglichkeiten, dass man das Risiko beurteilt, wenn das Labor völlig normal ist, wenn die Schleimhaut in der Gewebsprobe völlig normal ist, das Kalprotektin normal ist, ist das Risiko, dass nach dem Absetzen was passiert, klein, unter 20%, dann kann man guten Gewissens einen Absetzversuch machen, zumal wenn man es dann wieder beginnen muss, wirkt es bei mehr als 9 von 10 auch wieder gleich. Also ich bin immer dafür, dass man nach einer Zeit lang Beschwerdefreiheit, zeitlang meine ich aber schon 3 Jahre komplette Beschwerdefreiheit, dass man so einen Absetzversuch macht und nicht einfach
bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag behandelt. Gut ist natürlich, wenn man absetzt und da trotzdem dann dranbleibt und guckt, ob es nicht wiederkommt. Und zwar in den ersten Monaten heißt es für mich, dass man alle 2 Monate zum Beispiel mal mit dem Calprotectin nachguckt, ob nicht die Entzündung, weil es ist ja Entzündung, die wiederkommt im Zweifelsfall, dass die wiederkommt. Ja. Weitere Fragen? Vielleicht noch eine Frage zum Bruce Springsteen-Konzert. Ich habe heute, nein, nicht das Warum, aber ich habe heute gelesen, dass es vor allem laut und seelenlos war. Das kannst du so das wahrscheinlich. Das war im Tagesanzeiger. Ja, genau, im Tagesanzeiger. Ich würde in dem Fall, ich bin ja sonst nicht dafür, aber ich würde in dem Fall die NZZ-Kritik lesen. Die war viel besser vom Konzert. Zeigt auch, dass 2 Menschen völlig unterschiedlicher Meinung sein können, was das angeht. Naja, seelenlos. Also vielleicht war eher der Kommentator seelenlos. Yes, I'm on fire, genau. Gut, herzlichen Dank, Gerhard Rogler, und